Hallo und herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder. Dankeschön für das Kompliment. Ja, wir haben jetzt. Dass du Starkey geschlagen hast. Er ist so ein Idiot. Oh! Ja, super, danke. Ich würde jetzt aber gerne mal quatschen, ohne dass mir da irgendjemand rein labert. Oh, wir haben da wieder Aufträge. Um die kümmern wir uns aber nachher. Also. Ich habe mich jetzt nochmal erkundigt. Storymäßig gibt es nicht mehr so viel. Ich mache jetzt alle Kanäle. Die Leute unter euch, die halt die Kanäle gar nicht mehr interessiert, weil wir eh schon drin waren, die sollen einfach das Ganze überspringen. Ich werde mich natürlich beeilen, weil wir kennen ja die Dungeons alle schon. Und werde schnell die Kanäle machen. 6 Stück haben wir noch. 3 Stück haben wir ja schon. Und ja, wenn das erledigt ist, dann machen wir da diese Nebenaufträge und dann machen wir Story. Und ich glaube, wenn das nicht mehr allzu lange geht, kriege ich das vielleicht sogar heute noch durch. Das wäre natürlich ein Traum, weil ich muss schon sagen, dass ich echt angefixt bin und wissen will, wie es weitergeht. Ich habe mich nach der Zusammenarbeit mit General Cross in der alten Stadt dem Widerstand angeschlossen. Das musste ich, als ich erkannte, dass wir mit Hilfe der Nanotriten die Mutanten schützen könnten. Meinen Forschungsergebnissen zufolge können die Nanotriten neu programmiert werden und subneurologische Grundfunktionen übernehmen. Auf diese Weise könnten wir den Mutationsprozess umkehren. Captain Marshall hat mir erlaubt, hier ein Labor einzurichten, um meine Tests durchzuführen. Ah, ich verstehe. Okay. Zurückverwandeln wäre natürlich super. Aber dem wirst du nicht mehr helfen können. Der ist mehr als nur tot. Der ist schon next level tot. Hast du noch was zum Labern? Das ID-Drive zu entschlüsseln ist nicht leicht. Ich muss mich konzentrieren. Ah, okay, das hat letztes Mal auch schon gesagt. Portman? Hey, Portman? Du willst auch nicht labern. Hier muss doch irgendwo einen Typen geben, wo man zurückfahren kann. Ah, bist das du? Willst du mitfahren? Oh, wie nett. Mal einer, der richtig höflich zu uns ist. Vor allem der da einfach so direkt fragt, willst du mitfahren? Geil, nehme ich. Wir können los. Reise nach Wellspring. Du wirst sicher nach Wellspring kommen. Der Widerstand muss die Kommunikations- und Versorgungslinien aufrechterhalten. Genau das ist mein Job. Normalerweise kostet es was, aber einen Helden wie dich nehme ich umsonst mit. Wenn du bereit bist, sind wir es auch. Ja, Logo, sicher. Okay, los geht's. Geil, der ist ja super sympathisch. Der imponiert mir. Einer der wenigen Charaktere, die ich irgendwie gleich von Anfang an mochte. Den einen Typen von Anfang an, den fand ich auch geil. Wer hat der nochmal geheißen? Mickey? Der schwarze Schrauber? Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich Bares. Ah, ja, wissen wir schon. Mickey, oder? Mick, Entschuldigung. Also, bevor wir aber dahin können, muss ich zuerst mal Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Ja, bin aber schon voll. Ah, Jake, ja. Oh, die Drohne. So. Kanalisationen. Du hast Mutanten, zwar die Beute. Musst du sie vorstellen. Okay, da steht immer das Gleiche. Wo ist meine Maus? Das ist einfach Copy-Paste. Mit dem anderen Namen.
Aber das ist so schwierig, wenn du deine Maus kommen siehst, weil die so klein ist. Okay, alles klar. Wir kümmern uns zuerst um die da. Yo, yo. So, der hat jetzt 4 Sterne, alles klar. Ab ins Ödland. Machen jetzt einen nach dem anderen und schließen das ab. Und dann sind wir eigentlich in Wellspring durch. Da müssen wir nur noch die Sachen halt drüben machen in Subway Town. Boah, diese Soundbugs, ey, das ist heftig. Das ist einfach heftig. Ja. Oh, wo bin ich denn da jetzt wieder dagegen geknallt? So, ich muss da nach oben. Ich will auf die nicht schießen, das ist nur Muni-Verschwendung. Soundruckler sind echt ein Traum, ganz ehrlich. In der Aufnahme. Ich schaue mir die Aufnahme immer im Nachhinein an und ich glaube, dass ich deswegen hin und wieder, also ich glaube in der letzten Aufnahme war das und in den Aufnahmen davor ging es noch, aber in der letzten Aufnahme, glaube ich, hatte ich ein paar Ruckler, also zumindest hat es in dem Video so ausgesehen und ich glaube, das liegt daran, weil der einfach nicht klarkommt, dass ich so schnell fahre und einfach die Sachen nachladen muss. So, toll. Autsch. Servus, wieder mein Ghule, hallo. Alter, das ist laut. Gut. Ey, kannst du mal nachladen? Danke. Was zur Hölle? Was zur Hölle macht der jetzt hier? Ich nehme jetzt einfach die Stahlbolzen, ist mir egal. Komm schon. Mann. Dass ich jetzt wieder gegen so einkämpfen muss. Wie viele brauche ich denn von den Bolzen hier? Was? Da habe ich ihm voll auf seinen Arm geschossen. Boah, endlich ist er tot. Ist ja unfassbar, wie viel Muni der braucht. Kurz mal nachladen. Also ich meine, die sind jetzt alle eigentlich nur lästig. Weil ich will einfach nur die Kanäle fertig haben und dann war's das. Der Rest ist halt völlig uninteressant. Okay, den haben wir eh gelootet, perfekt. Ich habe gerade so ein Kloß im Hals, mega unangenehm. Ah, geht schon irgendwie. So, jetzt sind wir wieder hier. Hallo? Thank you.
Zack, und hat sie aufgehört. Aber ist trotzdem noch mega laut. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen leiser gemacht. Aber ich muss ja natürlich auch die Gegner hören. Ah, die Schrotflintenschüsse, die haben es schon in sich vom Sound. Hier ist nichts mehr. Ey, hier wird gar nichts mehr nachgelootet. Hier ist nichts. Mit nichts außer ein, zwei Leichen, die du dann neu looten kannst, ist nichts neu. Das ist eigentlich so lame. Und schon wieder welche. War das nur der eine? Ich meine, klar, kriegst ein paar Dollar, toll. Ist jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht die Erfüllung. Was? Der hat nicht gesessen? Oh, fertig. Sehr schön. Dann sind wir durch. Raus und in den nächsten Dungeon. Wir haben noch wie viele Kugeln? 78, ja, das geht. So, wir gehen jetzt da rein. Station, komme ich da überhaupt hin? Einfach weggeballert. Ciao. Ah, die war ja hier. Ja, wir haben jetzt halt ein viel stärkeres Auto als die. So, da muss ich rein. Ah, okay, da ist eine Alpha-Wand, okay. Gut zu wissen, ich hätte gedacht, ich kann da runter donnern. Aber wahrscheinlich wäre ich dann in so einen komischen durchsichtigen Boden reingefahren und hätte dann die Map von unten gesehen. Wie bei so einem unfertigen Spiel. Kann man da rein? Ich glaube nicht, oder? Nee. Ah, guten Tag, ciao. Lebt noch. Ja, ja. Halt, die stecken da fest. Die sind da einfach zu dritt festgesteckt. Geil, wieder einen schönen Bug ausgenutzt. Hier ist noch eine Leiche. Alter, die paar Dollar. Das ist ja vorne und hinten nicht wert. Oh ja, gut. Da kommt ein bisschen was. Boah, es ging sich gerade aus. Oh, wir sind fertig. Was? Wir sind schon durch? Alter, das ging flott. 2 Minuten. Ich schätze mal, so 2 Minuten werden es gewesen sein. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Okay. Ich hoffe, der killt mich jetzt nicht. Oder fährt mich um. So, wir müssen auf jeden Fall den nächsten Dungeon auswählen. Nördliche Kanalisation, da fahren wir jetzt mal hin. Ja, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich repariere mein Auto dann, wenn ich zurück bin. Aber das Reparieren ist ja viel billiger als das Muni kaufen. Ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, wie viel Muni ich noch brauchen werde. Vor allem, wir haben jetzt lange nicht mehr gegen die Regierung gekämpft. Vielleicht hat die Regierung jetzt nur noch diese weißen Typen. Könnt ihr euch an diesen einen Typen noch erinnern? Mit seiner komischen Strahlenkanone? Der hat mich ja richtig fertig gemacht. Vor allem, der hat da seine 30 Headshots ausgehalten. Also, da buttert sich schon ordentlich was rein in den. Ah, ja, gut, ich warte hier. So. Ich bin halt gespannt,
Ob beim zweiten... Wo muss ich denn hin? Da lang oder da lang? Okay, hat sie erledigt. Ich weiß gar nicht, ob beim zweiten Mal die gleichen Gegner nochmal kommen. Oder ob dann nur normale Bulle kommen und dann halt vielleicht mal so ein dicker. Weil in einem Dungeon hatten wir ja so einen großen mit seinen Raketen. Mit dem komischen Raketenwerfer. Ah, wo geht's denn hier hin? Ah, weiß schon. Da wurde nichts nachgelegt, nichts. Also wenn ich storymäßig nochmal irgendwo hin musste, war da komplett neuer Loot wieder. Hier ist einfach gar nichts neu, außer die Gegner, die mir eh nichts geben. Ich meine, von denen kriege ich nichts, sie lösen sich sofort auf. Das Einzige, was ich bekomme, sind ein paar lausige Dollar. Ah, lächerlich. Ich habe jetzt mal wieder das Headset ein bisschen weiter weg gemacht, damit ich diesmal weniger übersteuere als beim letzten Mal. Also ich passe das alles dann eh noch so gut es geht an, aber damit ich vielleicht doch ein bisschen mehr im Rahmen bin, sage ich jetzt mal. Oh, hallo, eins, zwei. Ey, ihr habt aber den einen vergessen. Bin ich echt schon durch? Oh, ja. Okay. Gut. Dann ab ins Auto. Dass da gar kein Sound ist. So, jetzt machen wir die Outrigger-Kanalisation. Den Typen ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Das Spiel ist eigentlich so geil, aber bei diesen Soundbugs und dass halt die Texturen so langsam nachladen, das ist schon etwas, das brennt sich ganz schön in deinen Kopf. Also, das Spiel hier ist jetzt ohne Witz das Spiel mit der schlechtesten Performance, was ich je gespielt habe. Ohne Ausnahme. Da habe ich Spiele gespielt, die bestanden aus 3, 4 Entwicklern oder aus 10 maximal. Und die haben eine bessere Performance hinbekommen als das Game hier. Also klar, das liegt doch an der Engine. Das ist nicht nur Schuld der Entwickler und Publisher und so weiter. Aber nee. Schalt das an. Da fehlt wieder die Hälfte von der Bodentextur. Das ist schon heftig. Aber das Spiel ist an sich super geil, aber da hätten es echt noch Patches oder so nachlegen müssen. Was bist du von mir? Noch einer. Ich muss sagen, die sind jetzt irgendwie nur noch lächerlich. Seitdem ich diese komischen Krustenviecher gesehen habe, die mich ja komplett aus dem Leben geböllert haben, sind die halt echt witzig. Sind halt immer One-Shot oder halt fast immer. Ich weiß nicht, muss ich hier lang oder muss ich woanders lang? Ich geh mal da lang. Aha, hier geht's wieder raus. Gut, hat sich erledigt. Wir gehen darüber. Ja, guten Tag. Ruhe. Wir sind in der Kanalisation, da muss Ruhe herrschen. Ich stelle mich manchmal echt an. Wahrscheinlich, wenn ich das Spiel auf, ich weiß nicht, was der letzte Schwierigkeitsgrad ist, extrem oder so, da hätte mich wahrscheinlich der eine Typ da jetzt gerade gewone-shottet. Ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass es bei dem Spiel so einen heftigen Schwierigkeitsgrad gibt. Ha!
Hier ist sogar noch was. Ich glaube, ich habe hier was vergessen. Ein Klemmbrett, geil. Hat sich schon gelohnt, hier zu sein. Ein Gegenstand, der wahrscheinlich $1 wert ist.